Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 54TV. Auch heute sind wir wieder einer Einladung gefolgt, die uns ein bisschen weit außerhalb von Trier geführt hat. Wir sind nämlich heute zu Gast in Tavern. Und Sie sehen es genauer gesagt, wir sind auf dem Sportplatz in Tavern und haben uns mit den Leuten vom SV Tavern getroffen. Und mit wem ich da genau gesprochen habe, sehen Sie doch selbst. Ja, bei mir darf ich jetzt Sebastian Jung, Vorstandsmitglied vom SV Tavern, begrüßen. Herr Jung, was hier 1946 mit 62 Mitgliedern angefangen hat, hat sich jetzt entwickelt, bis zu 800 Mitglieder habt ihr in eurem Verein. Was macht den SV Tavern so besonders und so attraktiv? Der SV Tavern macht besonders attraktiv, weil wir ein Sport-Multi-Anbieter sind. Wir haben also relativ viele Abteilungen bei uns im Verein. Das fängt an beim Fußball, die größte Abteilung, und geht dann über Leichtathletik, Freizeit, Breitensport, Volleyball, Tischtennis, Tennis. Also es gibt wirklich sehr viele Abteilungen bei unserem Verein. Ja, und wir sind halt eben jetzt im Moment auch der größte Sportverein bei uns im Ort. War auch der einzige Sportverein. Insofern begrüßen wir natürlich die große Mitgliederanzahl, und ja, wir haben auch sehr, sehr viele ältere Personen, was natürlich auch die Mitgliederzahl stark nach oben geht. Gut, ein breites Spektrum, und ihr habt noch eine Sache, die auch ein bisschen heraussticht, wenn man sich so die Vereinslandschaft hier in der Region anschaut. Ihr habt einen 15 Kilometer Straßenlauf. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Oh, das ist schon länger her. Das sind meine Vorgänger gewesen, die Herren aus der Abteilung Freizeit Breitensport. Haben sich damals, das war insbesondere der Egon Sommer, haben sich da einen Straßenlauf ausgedacht mit internationaler Beteiligung, und der ist natürlich in den ersten Jahren ja grandios angekommen. Da hatten wir sehr, sehr viele tausend Zuschauer am Rand, und das war schon ein Highlight. Ja. Wir waren, glaube ich, auch in der Wertung für die deutschen Meisterschaften. Insofern hat das Ganze auch einen sehr, sehr großen Stellenwert bei uns. Sie sprachen gerade von Vorgängern. Ihr erster Vorgänger, sozusagen als erster Vorsitzender vom SV Tavern, war Karl Sander. Ja. Wie wichtig war dieser Mann für den Verein? Der Karl Sander war eigentlich dafür verantwortlich, dass dieser Verein hier gegründet worden ist. Er war auch im Moment, ist er noch der längste Vorsitzende, Vereinsvorsitzende in unserer Geschichte. Und er ist eigentlich dafür verantwortlich gewesen, dass dieser Sportverein überhaupt gegründet worden ist. Letztendlich haben wir natürlich 60 Gründungsmitglieder gehabt, aber er war eigentlich so die Zielperson, die letztendlich dann auch dafür gesorgt hat, dass sich die ganzen Herren mal getroffen haben und den Sportverein letztendlich gegründet haben. Eure größte Abteilung, und da hat auch mit Karl Sander ja alles angefangen, ist dennoch eure Fußballabteilung. Ihr habt 9 Jahre in der Landesliga gespielt, seid aber mittlerweile in der Kreisliga A angekommen. Wo geht die Reise denn dahin? Ja, hoffentlich wieder nach oben. Wir kommen eigentlich auch von oben. Wir sind in der jetzigen Vereinsgeschichte auch noch nie in die Kreisliga B abgestiegen. Ja, wir sind also immer nur aufgestiegen. Die Kreisliga A ist momentan der Punkt, wo wir jetzt angekommen sind und noch nie drunter gewesen sind. Das heißt, wir wollen auch wieder dahin, wo wir herkommen, nämlich auch in den überkreisischen Fußball, sprich Bezirksliga. Aber das ist momentan ein schwieriges Thema. Wir müssen momentan selber gucken, dass wir die A-Klasse halten. Wie Sie schon sagten, wir haben sehr, sehr lange Bezirks- und Landesliga gespielt. Und ja, ist es, glaube ich, auch unser Anspruch. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir euch dabei natürlich viel Erfolg. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und alles Gute für die Zukunft. Danke. Ja, bei mir darf ich jetzt den Chefcoach von Tavern begrüßen. Markus, du bist eigentlich eine Erfolgsgeschichte im Verein, weil du hast zuerst die zweite Mannschaft von Tavern trainiert und bist jetzt für die erste Mannschaft verantwortlich. Was für ein Schritt war das für dich? Ja, damals hatte die zweite Mannschaft keinen Trainer mehr, und der Vorstand, also auch die Spieler, bei denen gute Kollegen von mir waren, haben gefragt, ob ich das übernehmen würde in der D-Liga damals. Haben dann auch angefangen, richtig mal zu trainieren, und dann haben wir direkt das Jahr drauf, sind wir dann in die C-Klasse aufgestiegen. Und als dann das Jahr darauf der Trainer hier entlassen wurde, hat der Vorstand mich gefragt, ob ich das, mir das vorstellen könnte, die erste Mannschaft zu übernehmen. Was ich auch getan habe in der Winterpause. Wir haben dann
großem Aufwand noch die A-Liga gehalten. Seitdem. Aber wenn wir noch ein Schrittchen in der Vergangenheit zurückgehen, du warst ja auch Spieler bei Tavernen, bei Konz, bei Saar-Hölzbach. Also du bist hier in der Region ein bisschen rumgekommen. Was macht Tavernen denn besonders? Ja, ich habe hier lange Jahre gespielt. Und als ich aus der A-Jugend rausgekommen bin, bin ich direkt in den Seniorenbereich gewechselt. Damals sind wir dann in die Bezirksliga aufgestiegen, bin mit in die Landesliga aufgestiegen. Ja, und dann war ich irgendwann nach dem Abstieg aus der Landesliga nochmal, habe ich noch ein Jahr hier gespielt und dann nach Konz gewechselt, um da sportlich mich nochmal weiterzuentwickeln. Ja, und dann halt ein halbes Jahr in Saar-Hölzbach, wo mein Kollege damals Trainer war. Ja, aber halt der Bezug zum Verein, wo ich von 6 Jahren an gespielt habe, seit dem 6. Lebensjahr, war dann doch größer und bin dann nochmal zurückgewechselt. Ja, weil halt die Kameradschaft hier immer gut war und der Zusammenhalt, was halt ein bisschen in anderen Vereinen, also mir gefehlt hat. Also, wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick auf die Tabelle wagen, dann sieht es momentan bei euch ein bisschen kritisch aus. Ihr habt aber auch schon mal 9 Jahre Landesliga gespielt. Ist das jetzt in ganz weite Ferne gerückt oder bringst du Tavernen nochmal zurück? Ja, es ist im Moment schwierig. Wir haben seit der Landesliga-Zeit damals sehr viele Spiele verloren. Ich glaube auch damals wurde etwas versäumt, die Jugendarbeit voranzutreiben, was dann in den letzten Jahren wieder angefangen hat. Wir haben jetzt C-Jugendbezirksliga, letztes Jahr haben wir auch in der B-Jugendbezirksliga gespielt in der Jugend. Und da sind schon einige gute Spieler dabei, die hoffe ich in den nächsten Jahren wieder zukommen werden. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Wir haben gelernt, einmal Tavernen, immer Tavernen. Und ja, wir drücken euch natürlich die Daumen. Ja, bei mir darf ich jetzt begrüßen, Paddy, du bist Kapitän vom SV Tavernen. Was bedeutet das für dich, gerade für dein Dorf, für deine Heimat zu spielen? Ja, macht mir halt Spaß, in SV Tavernen zu spielen. Mein Herz hängt an SV Tavernen und ja, eben alles dafür, dass wir unten aus der Krise rauskommen. Ja. Du hast auch schon mal für Eintracht Trier gespielt, gerade im Vergleich. Was unterscheidet dann doch Tavernen von Trier? Ja, die Kameradschaft in Tavernen und im Umfeld ist wesentlich besser, wie sag ich mal, bei der Eintracht. Und die Kameradschaft stimmt, das ist mir. Okay. In eurem Vereinslied heißt es, ihr tragt römisches Blut in euch. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ah, weil früher mal, in Tavernen ist Römertempel und früher waren Römer in Tavernen. Deswegen ist das Römerlied so angedacht. Okay, und ihr packt dann auch mal auf dem Platz den Speer aus. Sollen wir machen, ja. Ja, wie gesagt, wir geben halt sonst immer das Beste. Nur im Moment ist halt ein bisschen. Okay. Ich bin so wenig im Moment. Woran liegt es momentan an eurer aktuellen Situation? Also ich sag, wir haben im Angriff kein Glück und wenn man unten steht, halt, kriegt man auch die Dinger, die anderen, die mir nett machen, und machen die anderen rein. Und gegen Köln zum Beispiel haben wir 400%, wir machen keinen und die haben 50% die Chance zu schießen im Eiertor. Das ist Fußball, ne? Ja, das ist Fußball. Kann ich machen. Aber ich meine, ihr habt ja auch Siege zu feiern. Und da heißt es weiter im Vereinslied, ihr feiert bei Tino und Werner. Ja, nach dem Spiel feiern wir hier beim Timo, erst wenn wir gewonnen haben. Auch bei Niederlage gibt es mal eine Schuld wieder zwei. Und wenn man dann ziehen wir weiter in den Vereinsheim Schmidt, was leider am 15.12. dieses Jahr zumacht. Und dann müssen wir jetzt halt noch durchziehen. Seid ihr auf der Suche nach einer neuen Location? Ja, nur in Tavernen gibt es halt immer viel Kneipen. Früher gab es mal 7 Stück oder 8 und jetzt es gibt nur noch die Pizzeria danach. Und vielleicht macht ihr Weitschenke nochmal auf oder hier beim Timo macht die ganze Woche auf. Okay, dann können wir jetzt einen Aufruf starten. Also wenn jemand den Jungs ein neues Zuhause für nach dem Sieg bieten möchte, ja, der kann sich natürlich bei uns melden. Wir stellen den Kontakt her und dann geht es vielleicht mit den Siegen auch wieder aufwärts und natürlich auch in der Tabelle. Ich hoffe, ich hoffe. Okay. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Dankeschön. Alles Gute. Merci. Dankeschön. Bitte. Schön haben es die Taverner hier. Hier spielt man mit Sicherheit gerne Fußball und hier in der Vereinsgaststätte, da trinkt man mit Sicherheit auch gerne das ein oder andere Bier nach einem erfolgreichen Spiel. Unser kurzer Aufenthalt hier hat hiermit auch ein Ende gefunden. Falls auch ihr euren Verein bei uns präsentieren wollt, schickt mir doch einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse seht ihr nun unten eingeblendet. b.judith
@54.de. Ich bedanke mich für euer Zusehen, wünsche euch noch viel Spaß bei unseren anderen Folgen. Schaut doch einfach mal bei uns in der Mediathek vorbei. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.